Hi und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Arcania Gothic 4. Wir müssen zu diesem Bauern da, oder ich glaube sogar, dass das der Chef vom Dorf ist, weil er ja die Big Hood hat. Und ja, den müssen wir jetzt den Säbel vom Diogo, sage ich schon, Diego bringen. Ja, machen wir mal. Ach, den labert er jetzt nicht automatisch an, Alter. Was ist mit dem Schmuggler? Hast du ihn vertrieben? Ja, vertrieben habe ich ihn. Ich habe den Schmuggler vertrieben. Hier, der Beweis. Nicht schlecht. Freu dich aber nicht zu früh. Eine Prüfung steht noch aus. Welche? Du musst mir beweisen, dass du Ivy ernähren kannst. Also, jage drei große, kräftige Hirsche und bring mir ihre Geweihe als Beweis. Ich habe keinen Bogen. Kannst du mir einen leihen? Nein. Du hast doch Beine und eine Machete. Zu meiner Zeit mussten wir Wildschweine mit den bloßen Fäusten Ja, erlegen. genau. Ich schaff das schon. Wir werden sehen. Ich habe Ivy gesagt, dass sie dir das Tor zum Hirschhag aufsperren soll, wenn du den Schmuggler erledigt hast. Geh einfach zu ihr. Okay, ganz ohne Bogen, 100 Erfahrungspunkte. Als ob der damals die Wildschweine mit den Fäusten erledigt hat. Der will einfach nur nicht, dass wir seine Tochter heiraten. Ja, warte mal, wir haben jetzt den Säbel. Diegos alter Säbel, 9 Nahkampf. Was hat der? 7, rostige Axt. Nö, wir nehmen natürlich das Stärkste, den Säbel. So, Ivy, mach mal auf hier. Und? Hat dir Diego die Machete gegeben? Ja, ich habe sie schon deinem Vater gezeigt. Was musstest du dafür für Diego tun? Ein paar Goblins töten. Das habe ich geschafft. Du hast ein paar Goblins getötet? Echt? Ja, und jetzt sind ein paar Hirsche dran. Wie willst du die Hirsche erlegen? Ich hetze sie einfach zu Tode. Das würde ich gern sehen. Du bist doch Jägerin. Kannst du mir nicht deinen Bogen geben? Geben kann ich ihn dir nicht. Das wäre gegen die Regeln, aber ich habe ihn vorhin rein zufällig im Jagdturm liegen lassen. Dort kannst du ihn dir nehmen. Danke, Ivy. Warte, ich schließe das Tor für dich auf. Viel Spaß mit den Hirschen. Ja, danke. Und wenn dir die Pfeile ausgehen, komm zu mir. Ich steck dir welche zu. Badass. Ja, mach mal up hier. Heck. Ja. Hihi, ganz zufällig habe ich ihn liegen lassen im Turm. Hihi. Ich vergesse mal mit E. Ja, wo ist er denn jetzt? Hat sie uns verarscht, hä? Oder liegt er hier? Ah ja, da. Bogenständer. Drücke E, um Ivys Bogen zu nehmen. Du hast einen Bogen erhalten. Drücke 2, um den Bogen auszurüsten. Halte die Angriffstaste gedrückt, um ihn zu spannen und lasse los, um zu schießen. Je länger der Bogen gespannt wird, desto mehr Schaden wird im Falle eines Treffers verursacht. Der Bogen muss eine Mindestdauer gespannt werden, damit ein Schuss möglich ist. Ja, was ist eine Mindestdauer? Verstehe ich nicht. So. Wo haben wir denn ein paar Hirsche? Tot! Kann man gleich noch eins? Yeah! So, alles einsammeln, alles einsammeln. Wo ist der letzte? Da hinten. Ah, fuck. Machen wir halt den da oben. Zack! Quest aktualisiert mit Pfeil und Bogen. Erledige 3 Hirsche. Ja, klar. Das war auch einfacher als gedacht, hä? Mal gucken, ob ich das hinkrieg. Nee. Klappt natürlich nicht, die so zu erledigen. Oh, hallo. Goblins! Was? Krieger des was? Krieger des Rotklopferstamms. Stamps. Stampf. Stamps. Oh, hab ich die anderen Goblins habe ich gar nicht durchsucht. Kann das sein? Wahrscheinlich auch egal.
Die hatten jetzt auch nicht so viel. Die hatten ein Gold jeweils. Pff, kann man mit leben. Hui, hui. Das macht Spaß. Uff, Gods, ab Gods, Dreitag wach. Nächste Party kommt bestimmt Dreitag wach. So, wo ist denn der Chroma? Chroma, hallo? Ah, da bist du ja. Hallöchen. Nun, hast du die Hirsche erlegt? Na klar. Hier sind die Geweihe. Sind sie dir prächtig genug? Das sind sie. Dann habe ich deinen Segen? Den hast du. Hier. Nimm dieses Relikt als Zeichen meines Einverständnisses. Was ist das für ein Relikt? Mein Großvater hat es vor vielen Jahren von Argan hierher gebracht. Dort soll es noch viele solche Relikte geben. Und es heißt, derjenige, der sie alle findet, wird Ruhm und Reichtum ernten. Mein Großvater hat immer gegrinst, wenn er davon erzählt hat. Warum? Nun, keinem wird es je gelingen, alle Relikte auf Argan zu finden. Eins ist schließlich hier, auf Fischir. Aber gut, bevor ich es vergesse, eins musst du noch tun. Noch eine Prüfung? Keine Prüfung, mein Sohn. Du brauchst einen Verlobungsarmreif für Ivy. Und ihre Einwilligung. Einen Armreif? Da rede ich am besten mit Halvin. Vielleicht kann er mir weiterhelfen. Tu das, mein Sohn. Du hast deinen Gegenstand weggegeben. Okay. So, ist das an Halvin? Da ist er ja schon. Und? Hat Groma endlich eingewilligt? Ja, gerade eben. Na, dann gratuliere ich dir. Jetzt brauche ich nur noch einen Verlobungsarmreif für Ivy, aber eigentlich kann ich mir keinen leisten. Red doch mal mit Orok. Der hat vor ein paar Tagen Bernstein am Strand gefunden. Wenn er ihn dir gibt, mache ich dir einen Armreif. Das würdest du tun? Klar, wir sind doch Freunde. Och, wie edelmütig. Dankeschön. So, wo ist denn der Orok? Ja, da ist er. Hallöle. Ach, Hirte! Hast du den Bernstein? Sag mal, Orok, du hast doch Bernstein am Strand gefunden. Ja, Hirte, schönen Bernstein. Würdest du ihn mir geben? Zum Anschauen? Nein, zum Behalten. Ich brauche ihn für einen Verlobungsarmreif für Ivy. Orok ist Diener und Händler. Und? Der Händler will Gold. Ich hab keins. Der Diener will Herr sein. Wie meinst du das? Der Hirte wird Uruks Diener. Dann gibt Uruk dem Hirten den Bernstein umsonst. Oh, verstehe. Was soll ich für dich tun? Uruk liebt blaue Wulstlinge. Sie wachsen in einer Höhle mit Tür mitten im Hirschhag. Uruk geht immer selbst, um Pilze zu holen. Aber jetzt hat Uruk einen Diener. Der Diener nimmt den Schlüssel und geht ein halbes Dutzend Wulstlinge holen. Ja? Ja, mir bleibt ja nichts anderes übrig. Brauch ja den komischen Bernstein. Her mit dem Schlüssel. Ich hol dir die Wulstlinge. Lauf, Diener! Lauf! Orok hat Hunger! Ruhig, Brauner. Tag, Hirte! Alles wird gut. Ach, jetzt bin ich wieder Hirte. Ich dachte, ich bin Diener. Okay, dann sind wir halt mal in Anführungsstrichen Sklave für den Orok. Aber ist ja nicht so, dass wir Sklave eigentlich für jeden sind, weil wir ständig irgendwas für irgendwen erledigen. Also von daher drauf geschissen. Ist nur die Frage, wo müssen wir hin? Beziehungsweise wo ist der Eingang? Ich hab doch da was gehört. Ah, hier. Ist das hier? Jetzt geht er runter. Ah, ja. Tatsächlich. Tatsächlich ist das hier. So. Wulstling. Oh, hallo. Krieger des Buschklopferstamms. Jetzt, hallo. Tschüss, gute Nacht. Jupp.
habe echt gedacht, so blocken an sich ist eigentlich gar nicht mehr möglich in Gothic 4. Aber wie man sieht, habe ich mich getäuscht. Wir müssen beim Rausgehen, muss ich dran denken, dass ich den ersten Goblin da auch noch durchsucht. Das habe ich nämlich vergessen. Ich vergesse es in letzter Zeit ziemlich oft. So, aufs Maul! Bam, bam. Die Kameraführung ist auch immer 1A. Und die Anvisierung der Gegner. Gefällt mir. Ja, ein paar Äpfel, so. Ich dachte gerade, er macht das immer, wenn ich eh drücke. Schade. Wäre lustig gewesen, aber. Braucht man nicht. Kräfteter Mole Rat. Komm. You are going to die. Benutze ich in letzter Zeit auch viel zu oft den Satz. Jetzt komme ich hier wieder raus, oder? Ja. Nee, wir gehen nochmal zurück. Ach, wobei, der hat eh nichts Wichtiges, komm, scheiß drauf. Hui. Oh, das hat ein bisschen Leben abgezogen. Oh. Was höre ich denn da? Ach da, die zwei Dinger. Marmor. Jetzt schlag doch endlich. Oh, Mann. Warum setzt denn der jetzt gerade immer wieder aus? Teilweise in eine Richtung drück. Fällt's aus? Naja, egal. So, Oruk, ich hab deine komischen Pilze. Wo sind die Wulstlinge? Na, hier. Hier sind die Wulstlinge. Ich hab sie gefunden. Guter Diener. Schneller Diener. Was ist mit dem Bernstein? Kannst ihn haben, Hirte. Danke. Halven soll was Schönes draus machen für die junge Herrin. Ende. Geht gut? Na klar. Mir geht's super, wenn ich Gothic 4 spielen muss. Freue ich mich immer drauf. So, Halven, dann bastel mir mal einen Verlobungsarmreif. Für mein Vape. Hallöle. Hast du den Bernstein? Ja, sonst würde ich ja nicht zu dir kommen. Hier ist der Bernstein. Sehr gut. Ich habe schon alles vorbereitet. Nur der Bernstein muss noch in die Fassung. So, das wär's. Zufrieden? Gute Arbeit, Halven. Sieht ziemlich edel aus. Aufgeregt? Wegen Ivy? Ein bisschen. Mach dir keine Gedanken. Sie ist ja schwanger. Da wird sie nicht Nein sagen. What? Was? Oh, du... Sie hat's dir noch gar nicht gesagt? Ivy ist schwanger? Wie... Habt ihr etwa nicht... Du weißt schon. Doch, aber... Na, dann sollte dich das nicht überraschen. Hier, nimm den Armreif und geh zu ihr. Das wird schon. What? Ich dachte, die sind enthaltsam bis zur Hochzeit. Aber hätte mich auch irgendwie gewundert, wenn es wirklich so gewesen wäre. Weil wir sind ja schon so ein kleiner Lustmolch. Alles klar? Ja, du bist schwanger? What the fuck? Du bist schwanger? Wer hat das gesagt? Halven. Dieser Idiot. Also bist du's. Ich hab mir immer ein Kind gewünscht. Du nicht? Doch, das kommt nur so plötzlich. Na dann, wolltest du noch was anderes von mir? Ach, die geht aber leicht damit um. Hast du nicht immer ein Kind gewünscht? Ja doch, kommt ein bisschen plötzlich. Ja, na dann, okay. Dein Vater hat mir seinen Segen gegeben. Und hier habe ich einen Verlobungsarmreif für dich. Willst du mich heiraten? Ja. Ja? Unter einer Bedingung. What? Was? Du musst mir versprechen, dass wir gleich nach unserer Hochzeit nach Argan reisen. Du bist schwanger. Eben. Und bevor ich kugelrund werde, will ich einmal ein echtes Abenteuer erleben. Und von dieser öden Insel runter. Dann rede ich besser mit Diego. Und beeil dich. Schließlich wollte er Fisch hier verlassen. Okay, du hast Level 3 erreicht. Quest erfolgreich beendet von ganzem Herzen. Bla 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 bla.
Na gut, dann auf zum Diego. Immer dieses Hin und Her. Was war nochmal? Stufenaufstieg K, gell? Ja. So, was haben wir da? Was macht denn Disziplin? Verursacht mehr Schaden. Aha. Machen wir mal. Da alles hier. Ups. Nicht rückgängig. So, speichern. Jawohl. Schee. Auf geht's zu Diogo. Oh, ich sag immer Diogo. Was soll denn das? Oh, hallo. Knut, was willst du? Dir einen aufs Maul hauen. Ivy gehört mir. Ja, ja. Meinst du, du schaffst das? Du Arschloch. Na dann, lass uns kämpfen. Auf geht's. Ich mach dich zum Schaf. Ja, Digga, ich hau dich kaputt. Jetzt gibt's... Ah. Hör auf. Du hast gewonnen. Ja, lass mal Weib in Ruhe, du Bläder. Lass Ivy in Zukunft in Ruhe, hast du verstanden? Ja doch, ja. Ich lasse ihn in Ruhe. Gut. Besser ist es. Kann ich den jetzt eigentlich immer noch schlagen? Nee. Natürlich nicht. Ja. Diego. Where are you? Oh, hallo. Ach, ich kann dich immer noch durchsuchen. Ist ja fett. So, Diego. Diego. Wo bist du? Hallo? Ah, dann laufen wir halt mal da hoch. So, was haben wir denn auf M? Ach, das zeigt immer. Schon bescheuert. Ich will aber weiterlaufen. Das ist nämlich mal eine Wasseranimation. 1A. Hello, Mr. Schmuggler. I have a question to you. Gut, dass du da bist. Ja. So wie du grinst, hat Groma dir seinen Segen gegeben. Hat er. Und es kommt noch besser. Erzähl. Jo, wir wollen nach Argan reisen. Ivy will mit mir nach Argan reisen. Dort herrscht Krieg, mein Freund. Das ist kein Ort für Verliebte. Als du angefangen hast, mich zu unterrichten, hast du versprochen, dass du mich eines Tages nach Argan bringen wirst. Damals wolltest du alleine reisen. Jetzt soll Ivy dich begleiten. Du warst ein guter Lehrer. Ich kann sie beschützen. Du kannst sie beschützen? Beweise es. Willst du nochmal gegen mich kämpfen? Willst du nochmal gegen mich kämpfen? Nein, ich habe hier ein Päckchen mit seltenen Kräutern für Lyrka. Bring es ihr. Du willst, dass ich zu Lyrka gehe? Der Hexe? Ich müsste durch den Dunkelwald. Dort soll es die wildesten Tiere der Insel geben. Du musst es nicht tun. Du kannst mit Ivy auf Verschier bleiben. Schafe hüten. Na los, gib her. Gib mir das Päckchen. Ich bring es zu Lyrka. Gut. Hier hast du es. Und außerdem einen Schlüssel. Mit ihm kannst du die Tür am Ende meiner Höhle öffnen. Geh ein Stück nach Osten, bis du auf einen Weg triffst. Folge ihm in Richtung Nordwesten. Dann kommst du zu Lyrkas Hütte. Ja, ja, immer dieses Osten. So, einfach alles mitnehmen. Uff, juckt auch keinen mehr. Wenn ich mich hier ihre Sachen bemächtige. So, Ja, dann gucken wir mal, was uns für tolle Abenteuer erwarten auf dem Weg zu Lyrka. So, ab durch den Dunkelwald, ha? So, runter da. So, wir speichern hier mal kurz. Ja, natürlich überschreiben. Hier kann man doch bestimmt auch schnell speichern. Muss ich mal gucken. Das machen können. Ah, oh, Wölfe, meine Lieblingstiere. Yay. Naja, die sind... Bin ich halt so blöd wie in Risen. Von daher geht das noch.
Ist da lang, oder? Ja. Immer dem Pfeil nach. Schlaf ein, mein lieber Freund. Schlaf ein. Hör auf, immer aufzuhören. Jetzt komm schon. Ah, triff den doch jetzt. Meine Güte. Das sind eigentlich für hässlich gestaltete Wölfe. Vor allem am Kopf haben sie voll das fette Fell. Naja, ich sag nix. Ich lass mich schon viel zu viel über das Spiel aus. Ah ja, so. Drum ist sie doch, oder? Okay, hier ist zum Beispiel ihr Hütle. Hallöle! Na? Angst vor Lyrka, der Hexe aus dem Dunkelwald, hä? Ich hab keine Angst. Mag sein, mag nicht sein. Meine Nase sagt mir... Mag sein. Diego schickt mich. Ja, ich weiß. Ich hab Kräuter für dich. Gib sie mir, hä? Gott, ist die bekloppt. Da hast deine Kräuter. Hier hast du die Kräuter. Ich geh dann wieder. Gehen? Nein. Du bist nicht nur wegen der Kräuter hier, hä? Diego hat aber nichts anderes gesagt. Hat er nicht, hä? Er hat aber versprochen, dass er dich schicken würde. Ja, das hat er. Warum sollte er? Weil ich ihn drum gebeten habe, hä? Du... Warum? Weil ich etwas gespürt habe, gleich nachdem sie dich gefunden haben, hä? Etwas, das geweckt werden muss. What the fuck? Und was denn? Gespürt? Etwas, das geweckt werden muss? Ich verstehe kein Wort. Da schlummert was in deiner Brust, hä? Eine Kraft, eine magische Kraft. Nicht, dass ich wüsste. Doch, doch. Ich kann sie spüren, hä? Sie muss nur geweckt werden. Wie? Mach einfach die Augen zu, hä? Puh, ja, also ich würde so einer Irren jetzt nicht vertrauen. Ach komm, wir machen gleich. Gut, ich vertraue dir. Siehst du, ich mach die Augen zu. Ja, das ist gut. Das ist sehr gut, hä? Hä? Phrase jetzt. Was geht jetzt? Ladebildschirm. Wieder wach, hä? Wie lange habe ich geschlafen? Oh, ein paar Tage. What? Ein paar Tage? Magie wecken dauert eben, hä? Kann ich jetzt zaubern? Vielleicht. Vielleicht auch nur magische Schriftrollen verwenden, hä? Wo sind wir hier? In einer Höhle unter dem Dunkelwald. Kennen wir doch. Ich kenne diese Höhle. Aus deinen Träumen, hä? Ja, genau. Was machen wir hier? Willst mir einen Gefallen tun, hä? Einen Gefallen? In der Höhle sind Wühlböcke. Viele Wühlböcke, hä? Mit Stahl allein sind die nicht zu töten. Ein Wühlbock kann sich in seine Schale zurückziehen wie eine Schildkröte. Aber das kannst du mit Blitzen vereiteln, hä? Mit Blitzen? Hier, nimm die magischen Schriftrollen, hä? Töte die Wühlböcke, denn sie machen meine Bäume krank. Okay. Und vergiss die Königin nicht, hä? Gut, mach ich. Wenn du keine Schriftrollen mehr hast, kommst du zu mir. Ich geb dir neue. Aber nicht verschwenden, hä? Hast du noch ein paar magische Schriftrollen? Hast selbst noch genug, hä? Okay, okay, ruhig. Du hast Zauberspruchrollen erhalten. Ziehe sie aus dem Inventar auf die Schnellleiste und rüste sie von dort aus, wann immer nötig. Drücke linke Maustaste, um den ausgerüsteten Spruch zu zaubern. Bist wieder da, hä? Nee, ich war noch nicht mal weg, Alter.
Nein, ich hätte gern hier. Dann Fernkampfwaffen. Ne, Pfeile brauche ich nicht. Sonstiges, Ausrüstung, Schriftstücke. Ach, Rune der Verwinde haben wir hier noch. Das ist die zum Sprinten. So, wir setzen mal 5 ein. Also es sieht schon ganz cool aus, muss man sagen. Alter, scheiße. 4. 5. 1. Oh Mann. Alter, willst du mich eigentlich verarschen? Na, endlich. Ja. Ah, okay. Du. Alter, geht's dir zu gut? Ha. Ja. Und nun? Mann! Ah, ich dachte, das Ding, das lähmt die irgendwie oder so. Friert sie ein? Keine Ahnung. Lässt sie eine Weile zittern, aber Alter! So langsam reicht's. Ja, Freunde, ich beende den Part für hier und würde sagen, wir sehen uns im nächsten. Ja, bis dahin, macht's gut, Leute. Ciao! Wow, was für eine Folge, meine Fresse. Unsere Freundin, beziehungsweise jetzt mittlerweile Verlobte, ist schwanger und will mit uns Abenteuer erleben mit einem Baby im Bauch. Ja, sehr schlau von ihr. Wir haben eine irre Hexe getroffen, die behauptet, wir haben magische Kräfte. Tja, was soll man da noch sagen, wa? Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut, Leute. Ciao!